Das ist für mich das oft so unglaublich, wenn ich mir das vorstelle, dass wirklich die Liebe des Herrn ihn am Kreuz gehalten hat. Dass die Liebe des Herrn den Vater veranlasst hat, den Sohn überhaupt in diese Dunkelheit zu schicken. Und Jesus diese perfekte Liebe, diese perfekte Gemeinschaft verlassen hat wegen uns Menschen. Damit jeder, der diese Gnade annimmt, die, wie wir heute schon gehört haben, eigentlich so leicht ist und doch so schwer für uns Menschen. Jeder, der diese Gnade annimmt, ist gerettet. Und lasst uns das nicht vergessen, dass diese Liebe uns antreiben soll. Diese Erinnerung an diese Liebe. Wir haben sie heute schon gehört, welchen Weg ist Gott gegangen und wo sagen wir oft, auch nicht schon wieder. Also ich rede jetzt von mir selber. Und Gott hat diese Liebe uns gebracht. Und deswegen ist es auch unsere Motivation, diese Liebe weiterzugeben. Und das Dunkel dieser Welt ein kleines bisschen heller machen zu können.